So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen wünsche ich ebenfalls. Was ist denn los? Ja, wir machen jetzt etwas, mal eben den Monitor umdrehen hier, was wir noch niemals gemacht haben, seitdem wir YouTube machen. Wir haben nämlich schon den Vlog, der jetzt kommen sollte, fast fertig gehabt und ich habe gemerkt, das Gefilmte, das ist alles Müll geworden. Also, kann man nicht verwenden. Woran es liegt, weiß ich nicht. Wir haben mit dieser neuen Kamera hier mit der GoPro gefilmt, schön in 4K und 60 FPS, wie wir es vorhatten. Aber irgendwie ist das nicht so ganz gelungen. Und darum habe ich gesagt, wir fangen von vorne an. Machen natürlich komplett was anderes jetzt. Den Anfang zeigen wir euch aber mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. John möchte uns was erzählen. Ja, es ist was geschehen, wo ich schon ungefähr 2 Jahre drauf gewartet habe. Meistens so bei den Weihnachtswünschen habe ich geguckt, ob es das schon gibt. Hogwarts Legacy. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video gerade filmen, müssen wir es noch vorbestellen. Aber wenn man sich halt eine bestimmte Edition kauft, können wir das Spiel halt schon betreten. Ergibt jetzt keinen Sinn, wie gesagt, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Video erscheint, ist das Spiel schon draußen. Ja, Hogwarts Legacy. Wir holen uns hier diese Deluxe Edition. So, machen wir das mal. Müssen wir kurz uns um die Zahlungsmethoden kümmern. So, und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen aus dem Trailer. So, und fertig. Jetzt muss der Download beginnen und ich bin sehr gespannt. Und jetzt geht's aber erstmal los mit dem Vlog. Ich bin's kurz. Ich habe die Speicherkarte für die Kamera oben im PC stecken lassen. Kannst du die mal mitbringen gleich? Ja, alles klar. Bis gleich. Tschüss. Da sind wir auch schon beim Thema. Dieser Vlog ist wirklich das Schwierigste, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Wir sind auf jeden Fall schon mal unterwegs und zu dem Spiel, was wir eben gezeigt haben, zu dem Harry Potter Spiel, wollen wir noch mal was erzählen gleich. Da ist auch John auch sehr von begeistert und ich auch, aber machen wir später. Jetzt sind wir erstmal auf dem Weg, Simone und ich alleine hier im Augenblick noch. Ja, auch immer dasselbe. Wochenende gehen wir ja mittags immer hier an der Schlachte essen, so auch heute. Selbstverständlich. Ja, und deswegen, wir haben ein bisschen länger geschlafen, sind ein bisschen spät dran und deswegen ist John noch im Bad nicht ganz durch und deswegen sind wir schon vorgegangen, um einen Platz zu safen. Genau. Das ist auf den Punkt gebracht in aller Kürze. So ist es. Man fragt sich jetzt bestimmt, warum ich allein unterwegs bin. Ja, wir wollten heute essen gehen. Ich war noch in der Dusche und Simon und Stefan wollten schon mal vorgehen. Ja, haben sie da auch getan. Ich komme gerade nach und habe noch einen Anruf bekommen, dass was ganz Wichtiges für den heutigen Vlog fehlt, und zwar die Speicherkarte. Denn ohne die können wir nichts filmen. Mal sehen, ob die mir immerhin ein Getränk bestellt haben. Da ist sie ja, die Speicherkarte, die wir suchen. Sehr schön. Ja. Womit filme ich jetzt? Womit du jetzt filmst? Mit Simone Speicherkarte filme ich gerade. Ah. So, dann mal auf ins Restaurant. So, jetzt sind wir hier ganz gemütlich. Dann erstmal Prost, würde ich sagen. Oh, ein Wasser? Nein, eine Sprite. Gut. Ich habe eben schon erzählt, dass wir uns das Harry Potter Spiel gekauft haben, Hogwarts Legacy. Genau, dass wir davon sehr begeistert sind. Du kannst ja mal erzählen, wir haben uns das Spiel ja 2 Tage vor dem eigentlichen Start gekauft. Hat sich auch total gelohnt, würde ich mal sagen. Ich war auch so gespannt drauf auf das Spiel. War schon ein bisschen weiter als ich, glaube ich. Ja, glaube ich auch.
Ich finde das Spiel echt geil. Die Grafik ist super, die große Welt. Was ich richtig krass finde, ist halt, wie die Hogwarts nachgebaut haben. Weil ich meine, man läuft da durch, auch wenn man schon etwas weiter ist. Und man findet immer wieder neue Sachen, Räume. Und man kann da auch dieses Truhen finden. Da hat man neue Ausrüstungsteile. Und die Aufgaben machen auch Spaß. Was ich auch ganz cool finde, ich habe inzwischen schon so einen Besen, auf dem ich fliegen kann. Also das Kampfsystem, das System mit Fliegen, mit Schnellreisen, das gefällt mir alles super. Also ich bin echt begeistert. Das ist eines der besten Spiele, die es bis jetzt gibt, finde ich. Muss ich auch sagen. Also grafisch einwandfrei und ich finde auch ganz toll, dass man die Filmwelt davon... Also ich finde da die Filmwelt zu 100% wieder. Sogar mehr. Man sieht ja noch mehr. Man kann es ja alles erkunden. Das finde ich krass. Ja, also macht Spaß. War natürlich... Ich finde es ja ganz schön teuer mit 85 Euro für ein Spiel. Ja, aber ist ja neu. Das ist immer so. Ja, okay. Aber macht auf jeden Fall tierisch Spaß. Langweilig. Wo ist die Mode? Ach so. Ja. Auf Toilette, was sie da macht, weiß ich selber nicht. Naja. Currywurst. Was willst du von mir? Da bin ich schon. Und meine Chicken Nuggets warten schon. So. Und bei euch, Jungs? Auch bei mir gibt es eine Currywurst. Total lecker heute. Total anders irgendwie mit diesem... Was ist das hier? Also, total geil. Ja. So muss das sein. So. Ja, falls sich jemand wundert, warum das hier so voll war, Heuspiel Werder Bremen. So, was machen wir jetzt Schönes? Hast du eine Idee, Johnny? Ja, und ich werde auch voll und ganz erwähnen, da man kann sich vielleicht daran erinnern, und du sagst jetzt gar nichts, dass ich Stefan einen Schokoladenpudding kaufen musste, weil ich seinen gegessen hatte. Genau dasselbe ist passiert mit einer Chipstüte, die ich mir geholt hatte. Die hat er dann auch aufgegessen. Und, Moment, nein, aber nicht ganz. Ohne Unterbrechung. Immerhin. Du unterbrichst mich auch nicht. So, ich habe nicht verlangt, dass er die Chipstüte nochmal... Nee. Dass er mir jetzt drei Chipstüten holt, weil er eine Chipstüte von mir gegessen hat. Weil ich habe ja auch nur ein Schokopudding von dir gegessen, ich musste dir drei kaufen. Verlange ich nicht, aber wir machen wir holen jetzt Chips für einen Chips-Tasting. Wir machen jetzt einen Chips-Test. Ich muss dazu sagen, diese Chipstüte lag in unserem allgemeinen Süßigkeiten-Schrank. Und wenn ich mir schon mal was hole davon, das kommt ganz, ganz selten vor, kann ich ja nicht ahnen, dass diese Chipstüte John gehört. Ja. Gut, aber wie auch immer, wir holen jetzt erstmal so ein paar verschiedene, ich hoffe auf ein paar besondere Chips-Sorten. Machen wir erstmal den ultimativen Chips-Test. So, fünf Tüten holen wir uns jetzt. Einmal von Funny Frisch Currywurst-Style. Dann Chakalaka. Und dann nehmen wir noch normale. Und jetzt kommt es zu den Chips, die Stefan mir weggefressen hat. Die hier von Subway. Subway mag ich eigentlich nicht, aber die Chips schmecken gut. Und auch sehr geil KFC. Schmecken wirklich wie diese Wings. Muss man mal ausprobieren. Ich frag mich ja... Achso. Bitte lass das drin, bitte lass das ja. drin, bitte lass das drin. Also ich frage mich ja, wie es angehen kann, dass John schon die ganzen Geschmäcker alle kennt. Kennst du von jedem, die du jetzt gekauft hast, die Geschmäcker schon? Ich habe alle von denen schon mal gegessen, ja. Also ich kann sagen, ich habe bisher nur die einen gegessen, wo wir eben erwähnt haben, dass ich sie schon ja weggefressen habe. Obwohl, konnte ich ja nicht wissen, ich bin ja unschuldig. Ist so. Ich war auch unschuldig. Nee, du hast genau gewusst, dass der Pudding im Kühlschrank, dass das meiner war. Das wurde genau gesagt. Ich nicht. Ja, und ich habe gesagt, dass ich da welche reingelegt hatte. Nee, das hast du mir nicht gesagt. Doch, hab ich gesagt. Aber nicht mir. Doch. Ich war unschuldig. Also wie egal. Ich auch. Geh zur Kasse. So, nun kommt's zum Chips-Tasting. Ich habe zwar erwähnt, dass ich die schon alle probiert habe, aber ich habe noch nie versucht, die alle so zu vergleichen und herauszufinden, welche Chips mir am besten schmecken. Also das läuft wie folgt. Wir fangen
hier an, bei den Currywurst Funny Frisch Chips, dann geht's weiter zu Chakalaka, dann KFC, dann hier die ganz normalen Paprika, also ungarisch, und dann zu Subway. Ja, und da so sitzen wir hier, wieder mal wie die Hühner auf der Stange, vor unseren Chips-Tüten. Und davor sind dann diese leckeren Schälchen mit den Chips. Und wir probieren jetzt erst einmal als allererstes. Achso, ist natürlich auch ein bisschen blöd, dass ich mich auch überreichen muss, aber es geht. Gibt es erstmal eine schöne Currywurst. Wir haben ja noch den Geschmack im Mund von vorhin. So, dann wollen wir mal gucken, wie die Currywurst, also Chips, schmecken. Ich freue mich ja, dass ich das mitmachen darf. Schmecken, nicht reden. Ja, und das ist auch eine Sorte, die ich noch nie gegessen habe. Schmeckt tatsächlich nach Currywurst. Unglaublich. Ja. Ja, welche davon hast du denn schon alles gegessen? Die hier. Also, ich kann sagen, wer Currywurst mag, dem seien diese Chips hier von Funny Frisch echt empfohlen. Oh, ich glaube, es geht noch besser. Gut. Ja, weiter. Dann testen wir jetzt mal die nächsten, wie heißen die? Chakalaka, was ist das denn? Weiß ich auch nicht, was Chakalaka ist. Bin gespannt, was das für ein Gewürz sein kann. Hm. Schmeckt tatsächlich anders. Aber ach was. Wonach? Ja, nach Chakalaka wahrscheinlich. Also was Chakalaka ist, weiß ich selbst nicht, aber die Sorte schmeckt mir sehr gut, weil es vor allem so etwas stärker gewürzt ist. Stimmt, aber ich fand die Currywurst-Chips jetzt irgendwie... Es kommt natürlich auch darauf an, worauf man gerade Hunger hat. Ja, natürlich. Aber es war ausgefallener mit der Currywurst, muss ich sagen, mit dem Geschmack, ne? Ja, gut. Über Currywurst. Dann geht's jetzt weiter. So, was machen wir jetzt? KFC. 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 Von Lay's. Soll es dann nach Hühnchen schmecken, oder was? Mm-mm. Nach den Chicken Wings, die es da gibt insgesamt, also mit dem... Nach dem Gewürz von Chicken Wings? Nein, nach dem, wie die Chicken Wings insgesamt dort schmecken. Mhm. Hm. Tja. Einmal noch probieren hier. Wie häufig geschieht es denn, dass ihr mal zu KFC geht? Selten. Aber dafür probiere ich ja ganz gerne, bis der Geschmack so durchkommt, ist ja nichts... Vielleicht war ich da in den USA mit dir zusammen schon. Guck, wir haben uns hier so... zwei Boxen bestellt. Bin echt gespannt. Einmal Barbecue und einmal KFC. Ah, wie groß ist das denn? Ah ja. Das ist eine Box mit Salat, einem Sandwich, Pommes und Chicken. Was sagen wir? Und heute gibt es hier Cherry Pepsi. Ja, die Chips schmecken gut. Mhm. Bisher schmecken alle Chips gut. Aber es ist auch so für mich jetzt gerade so in die normale Richtung, ne? Ja, also wenn... Das schmeckt vollkommen danach. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Die sind doch bis jetzt am besten gewesen. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das nach Chicken Wings schmecken soll, hätte ich es auch nicht rausgeschmeckt, ehrlich gesagt. Also ich jetzt nicht. Aber die schmeckt natürlich gut. Ja, natürlich. Und jetzt kommen wir zum Klassiker. Ungarisch, Paprika-Chips, die wir ja alle kennen. Zu unserer Zeit, Stefan, gab es eigentlich nur sowas, ne? Ja. Da gab es keine ausgefallenen Sorten. Ja. Schmeckt jetzt gerade für mich ziemlich neutral nach den anderen Geschmäckern. Schmeckt so ungewöhnlich. Also nein, gewöhnlich schmeckt es. Mhm. Normal. Na gut, ja. Machen wir weiter mit Subway. Da bin ich gespannt, wie soll das denn schmecken? Die kenne ich ja schon, da habe ich ja schon eine Tüte von gegessen. Aber die sehen auch interessant anders aus. Jetzt kommt die Tüte, die ich dann eigentlich für Entschädigung kriege, die muss ich auch noch mit euch teilen hier. Hm. Wonach schmecken die? Wonach soll das schmecken? Mhm. Also, was ich gerne mag, ist aber, dass der Chip ein bisschen dicker ist irgendwie vom drauf rumbeißen irgendwie ist das ganz angenehm. Und die sind irgendwie auch nicht so ganz so trocken vom Geschmack irgendwie, ne? Also schmecken auch gut, muss ich sagen. Also John hat hier auf jeden Fall 5 ganz tolle Sorten ausgesucht. Es fällt mir wirklich schwer, jetzt einen Favoriten zu finden. Ich kann es machen. Ich habe auch einen. Also es ist wirklich, weil es so ausgefallen ist, sind es für mich die Currywurst-Chips auf jeden Fall auf Platz 1.
Ich würde sie gerne jetzt nochmal eben probieren im Vergleich zu den anderen. Ob das jetzt nur so war, weil das als erstes der Chip war, den ich probiert habe. Sie findet auch immer einen Grund, um am meisten zu bekommen. Mhm. Ja, schmeckt gut. Ja. Währenddessen kann ich ja schon mein Ranking sagen. Also, auf dem 5. Platz sind die normalen ungarischen. Auf dem 4. Chakalaka. Auf dem 3. Currywurst. Auf dem 2. KFC und auf dem 1. Subway, obwohl Subway eigentlich von der Fastfood-Kette her nicht so mein Favorit ist. Zu gesund wahrscheinlich mit dem ganzen Salat, ne? Genau. Also ich glaube, ich entscheide mich für Subway, weil die auch so von der Konsistenz irgendwie lecker zu essen sind. Und das habe ich mal irgendwo gehört oder gelesen, das ist ja das Gefährliche an den Chips, wo man drauf rumbeißt, was so knackt, das löst im Gehirn irgendwas aus, dass man nicht mehr aufhören kann damit. Weiter zu essen. Das hat man bei Gummibärchen zum Beispiel nicht. Eine Frage, wo soll das bei dir auslösen? Habe ich nicht ganz verstanden. Ja, also wie gesagt, mein Ranking, wenn ich es mal eben kurz nochmal vorstellen darf, auf jeden Fall Platz 1 die Currywurst, dann tatsächlich Chakalaka als zweites, als drittes diese von KFC, dann kommt Subway und zu guter Letzt, weil es halt so stinknormal ist, aber trotzdem lecker, die ungarischen Chips von Funny Frisch. Ja, war das nur ein richtiger Chips-Test? Ja. Also, doch, haben wir auch. Wir haben meine Lieblingssorten ausprobiert. Ja. Gut. Ja, hat Spaß gemacht. Jungs, überlegt euch nochmal sowas gerne. Bin ich wieder mit dabei. So, wir haben uns hier alle auf dem Sofa versammelt. Der Stefan, ich und die Simone im Poncho. Um die HBO-Serie The Last of Us weiterzugucken. Inzwischen jetzt die 5. Folge, die heute rausgekommen ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video hier aufnehmen. Zwei Tage früher als normalerweise geplant. Ich glaube, es ist wegen Super Bowl, dass die das vorgezogen haben, habe ich gehört. Aber kann es ja nur recht sein, dass wir auch mehr Vorteil dadurch haben. Simone will was sagen. Ja, und ich bin mir nicht sicher, woher Stefan das weiß, aber er meinte, heute könnte es ein bisschen gruselig, anstrengend, horrormäßig für mich werden, weil heute so ein komisches Viech wohl auftauchen könnte. Also deswegen auch der Poncho, damit ich so ein bisschen mich hier verstecken kann und zur Not einfach mal weggucken kann. Simone versteckt sich und bedeckt ihr Gesicht. Passt uns ganz gut, oder? Ja. So, die Folge ist zu Ende. Die Szenen, die auch im Spiel waren, haben sie wirklich richtig gut hinbekommen. Also war auch richtig spannend, das quasi dann nochmal zu sehen. Wie fandest du die Folge, Simone? Spannend wieder. Das ist ja der Grund, warum ich immer weiter gucke, obwohl ich während des Guckens immer denke, das war's jetzt für mich, ich halte die Spannung nicht aus. Aber natürlich will ich auch wissen, wie es weitergeht. Alleine würde ich es mir nie im Leben angucken. Mit euch kann ich es gerade noch so ertragen. Ja, die zuckt hier auf dem Sofa mehr als ein Infizierter da in der Serie. Schon wieder Mistwetter. Und obwohl das Wetter schlecht ist, sind wir unterwegs. Da können wir heute noch mal unsere wasserfeste GoPro testen bei dem Mist-Nieselwetter. Ja, was machen wir? Tut mir leid, das sagen zu müssen. Wir sind schon wieder auf dem Weg zu einem Restaurant, aber das dauert heute ein bisschen länger. Wir laufen nämlich heute, gut, wer sich in Bremen auskennt, von der Innenstadt sozusagen bis an einen anderen Ortsteil, nämlich Hemeling heißt der. Und dort ist dann ein Paulaners, das am Wehrschloss sich befindet. Und Wehrschloss, sagt schon der Name, da ist ein Wehr, das Weserwehr, da wo die Weser für den Schifffahrtsverkehr vom Wasserstand angeglichen wird. Das zeigen wir euch heute alles unterwegs. Und damit es nicht zu langweilig wird, mir ist gestern noch was in den Sinn gekommen, was mir wieder eingefallen ist seit langer Zeit, nämlich ein ganz, ganz toller Fernsehfilm. Und ich wollte mal hier meinen Lieblingsfernsehfilm vorstellen, den ich also seit meiner Kindheit wirklich
Ich liebe ihn wirklich und ich habe ihn auch schon unzählige Male gesehen. Habe ihn auf DVD zum Glück. Und dieser Film ist aus dem Jahr 1977 und heißt Die Vorstadtkrokodile. Müssen wir jetzt hier lang gehen, Simone? Nee. Wir gehen noch weiter geradeaus. Achso. Heißt Die Vorstadtkrokodile. Ist aus, nach einem Kinderbuch gemacht worden. Der Autor heißt Max von der Grün. Und John hat an seiner Tür sogar das Emblem, so ein am Türrahmen, so ein Krokodil. Ich muss sagen, ich habe die drei Kinofilme, zwar nicht im Kino, zu Hause mit Stefan geguckt, und dann haben wir im Anschluss halt auch diesen Fernsehfilm geguckt, quasi damit ich nochmal sehe, wie das ja früher war, weil das war ja quasi Remake, Neuverfilmung. Und ja, dann hat er das da geöffnet gehabt, weiß ich noch, und dann war da so ein Sticker drin, und weil ich gerade auch voll in diesem Hype dann war, habe ich mir das da dran geklebt und seitdem klebt das da. Ja, ich wollte mal kurz sagen, worum geht es in dem Film? Es geht um eine Gruppe von Kindern, und ich muss mal sagen, das war früher wirklich so. Als dieser Film rauskam, da war ich 9 Jahre alt. Das heißt, die Kinder, die da in dem Film mitwirken, sind alle ein bisschen älter als ich. Ich habe die also immer bewundert. Die waren so wie ich früher viel draußen an der frischen Luft, in der Natur haben die irgendwas gemacht. Und da geht es um eine Mutprobe erstmal, wo einer bei so einer alten Ziegelei auf ein Dach klettern muss, um in die Bande aufgenommen zu werden. Natürlich passiert es, er rutscht ab, hängt dann an so einer Dachrinne, bis die Feuerwehr kommt, die von jemandem gerufen worden ist, der im Rollstuhl sitzt. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und dieser Junge, der im Rollstuhl sitzt, der wird dann am Ende auch noch in diese Bande, die sich die Vorstadtkrokodile nennt, aufgenommen. Ja, musikmäßig sind da viele Sachen drin aus den 70ern, die sich auch seitdem in meinem Kopf festgesetzt haben. Dieses, wie heißt das mal, dieses? Amore Mio oder? Ja. Ach ja, ein Hammer-Song. Also richtig klasse. Also wer diesen Film nicht kennt, kann ich das nur empfehlen, sich dann aber auf jeden Fall auch erst das Original anzugucken. Also es ist ein Fernsehfilm und dann gab es früher noch, später noch drei Kinofilme. Den ersten Kinofilm, da haben sie dann versucht, die Story aus meinem Lieblingsfilm, aus der ersten Verfilmung nachzuempfinden. Haben sie auch ganz gut geschafft, muss ich mal sagen. Ja, das wollte ich mal eben so erzählen hier, während wir hier langlatschen. Und wo dabei sind, Johnny, was ist denn dein Lieblingsfilm aus dem Fernsehen? Ja, habe ich lange überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen. Ich glaube, ich habe noch nie einen Fernsehfilm im Fernsehen laufen gesehen. Ich habe immer nur Serien geguckt. Also zu Weihnachten immer so Beutelomeus, ganz gerne auch immer auf Togo war das, glaube ich, Angelo. Pokémon habe ich auch gern geguckt und Kleiner Prinz fand ich richtig cool, weil in dem Zeit fand ich Weltraum irgendwie ganz krass und dann ist da ja von Planeten zu Planeten gereist, aber einen Lieblingsfernsehfilm habe ich nicht. Also ich habe mal mitbekommen, irgendwie auf einem Hotel war kein anderes Programm und dann habe ich da mal so einen Fernsehfilm, glaube ich, bei Kika gesehen, wie der heißt, weiß ich nicht, aber er hat mich nicht so fasziniert. Ich glaube, so aus Stefans Zeit war da Besseres bei, weil heute, ich habe ja schon oft gesagt, die Kinderfilme, die es so heute gibt, finde ich alle zu übertrieben dargestellt, finde ich nicht gut. So, jetzt muss ich das auch beantworten. Schwierig. Was ich oft geguckt habe und immer wieder gerne geguckt habe, ist natürlich hier La Boom und da gibt es zwei Teile von. Ist das kein Film? Das ist ein Kinofilm. Ach, das ist ein Kinofilm. Ihr seht, ich bin jetzt fernsehtechnisch nicht so. Ich kann mich bei Stefan natürlich anschließen mit Vorstadtkrokodile, finde ich auch super. Aber aus meiner Kindheit, ich wüsste jetzt nicht irgendwie einen Film, der jetzt so, wo ich jetzt noch heute dran denke, irgendwie, keine Ahnung. Und bei Vorstadtkrokodile muss ich ja auch mal sagen, da wird man so wehmütig, wie Stefan schon angedeutet hat, wie die Kindheit früher zu unserer Zeit war. Da war es nämlich auch egal, was man für Klamotten anhatte. Genau. Das ja. ist in dem Film echt ganz deutlich. Da laufen die alle rum, wie wir auch früher rumgelaufen ja. sind, in so komischen Farben. Da gab es doch keine Marken oder zumindest keine. Nicht so extrem wie heute irgendwie. Das war nicht so wichtig. Und ach, eigentlich war es eine schöne Zeit. Und wie du schon sagst, so dieses
dass man sich einfach draußen getroffen hat, alle irgendwie, ohne sich wirklich verabredet zu haben. Das war ja damals gar nicht so mit Telefon möglich. Wir haben uns einfach draußen getroffen. Das spiegelt der Film gut wider. Und in diesem Film, muss ich nochmal sagen, gibt es eine Szene, das ging mir früher durch und durch, diese Stelle. Da ist nämlich der sozusagen der Bösewicht, der wird gespielt von Martin Semmelrogge, den wir auch schon mal live getroffen haben. Ich habe sogar ein Foto davon mit ihm. Und der spielt da einen, also den Bösewicht, jemand von so einer Gang, die Diebstähle machen. Und der Junge im Rollstuhl, der Kurt, der hat einen Flitzebogen und der schießt dem, weil er sich angegriffen fühlt, einen Pfeil ins Bein. Und das ist so, in diesem Fernsehfilm, so... Geht einem durch und durch. Geht einem wirklich durch, wenn man das sieht. Ja, haben wir sehen. Das ist also heute noch so, wenn ich das sehe, dass ich das gar nicht angucken kann. Das geht mir wirklich, auch wie ich selber getroffen werde. Guck mal, wie wir hier schon reden. Wir waren irgendwo auf irgendeiner Straße, jetzt sind wir hier am Arsch der Welt. Ja, wir wohnen ja sozusagen auch in Bremen am Arsch der Welt. Was? Das ist ja das Gute, ja. Wir sind in Bremen gut zentral gelegen. Ja, aber du siehst ja, wo wir wohnen, dass wir so schnell am Arsch der Welt angekommen sind. Du redest ja auch schon seit einer halben Stunde. Ja. Warte, wie lange läuft das Band? Ich kann das hier ja sehen. 7 Minuten ungefähr. Oh, Junge. Ja. Stunde haben wir unser Ziel fast schon erreicht, sind jetzt hier am Weserwehr. Finde ich auch schon mal kurz erwähnt. Hier ist der Kilometer 362 von der Weser. Also die Weser ist jetzt hier schon 362 Kilometer lang, bevor sie auf dieses Wehr trifft. Und dieses Wehr ist, soweit ich weiß, die letzte Stauung der Weser vor der Nordsee. Und weil ja die Weser in die Nordsee fließt und dadurch natürlich auch gewisse Wasserstände schwanken immer wegen Ebbe und Flut, braucht man das Weserwehr hier. Und hier bei diesem Becken, wo wir jetzt hier gerade vorstehen, da fahren die Schiffe dann rein, die Binnenschiffe. Und dann wird der Wasserstand reguliert, also wird auf beiden Seiten zugemacht, Wasser auf- oder abgepumpt. Und dann wird das Schiff auf die Höhe gebracht, wie die Weser hinter dem Weserwehr ist. Und dann kann es weitergehen in Richtung Nordsee. Und das ist hier heute natürlich nicht zu sehen, weil heute Sonntag ist und es hier einfach nichts los ist. Ja, dieses Paulaner ist ja anders als das, was wir an der Schlachte kennen. Und hier gibt es auch tatsächlich einen Bürger und wer mein Instagram-Profil kennt, weiß, das gibt immer ein Instagram-Foto, weil ich Bürger über alles liebe und den bestelle ich mir dann wahrscheinlich auch. Was gibt es bei dir? Ich tendiere auch zu dem Bürger. Erst wollte ich den Grünkohl hier probieren, aber ich glaube, das ist mir zu viel. Ich werde das, glaube ich, auch so machen wie John. Ja, und ich werde natürlich auch was nehmen, was es bei uns an der Schlachte nicht gibt oder nicht mehr gibt. Und zwar so ein Wiesenbrettel mit Brot und Wurst und Käse und natürlich ein leckeres Bier dabei. Das ist also auch eine Belohnung für den weiten Fußmarsch von einer Stunde durch den Regen. Sieht das nicht köstlich aus? Finde ich auch. Meins sieht auch köstlich aus. Und was ich toll finde, muss ich noch mal eben sagen, Mayonnaise kriegt man hier in so einer essbaren Waffel und nicht in diesem ganzen Plastikkram. Finde ich eine gute Sache. Und du, John? Was mit mir? Ich esse den Burger, wie gesagt, und poste gerade ein Instagram-Bild dazu. Ja, die gute Nachricht ist, der Regen hat aufgehört. Es ist nur noch so ein bisschen nebelig. Wir hatten einen tolle Zeit im Paulaner, das muss ich mal sagen, war richtig schön. Ja, einer fehlt. John fehlt. Also ja, Stefan und ich haben uns entschieden,
ein Verdauungsspaziergang, nochmal wieder eine Stunde zurück nach Hause zu laufen, weil es eigentlich gar nicht so, ist ganz angenehm vom Wetter. Und John hatte keine Lust, der wollte lieber mit der Straßenbahn nach Hause fahren. So, und jetzt kommt's. Viel Spaß. Ich hoffe, das kann man verstehen, weil ein bisschen Wind da war. Schaut euch an. Hast du keinen Schlüssel mit? Wirklich nicht? Oh, ja, ich wollte sagen, also Eva hat auch gerade keinen Schlüssel von uns und Oma und Opa sind ja nicht da. Er hat keinen mit? Nee, er hat keinen Schlüssel. Ich kann mal so doof sein. Kann passieren, ne? Na gut, Johnny, wir beeilen uns auch. Wer hat was gesagt? Sprichst du mit mir? Ach so, wie kann man so doof sein, hat Papa gesagt. Ja, und schon kann John seinen Vorteil, den er hatte, mit der Bahn zu fahren, nicht ausnutzen, kann er vor der Tür vor uns warten. Warte. Dauert. Ich hab grad eine Nachricht gekriegt. Na, was kommt jetzt? Hab doch einen Schlüssel. Er hat doch einen Schlüssel mit. Also er, ja, er weiß es selber nicht. Hü, hot, Aufregung. So ist das, wenn man einen Teenager zu Hause hat, oder? Die Jugend ist verwirrt, habe ich das Gefühl. Verpeilt. Völlig verpeilt, ja. Ja. So, dann haben wir noch einen schönen Weg nach Hause. Alles klar. Ja. Nach der Kälte draußen habe ich mich hier erstmal in meinen... Kälte? Wir haben 10 Grad. Das ist kalt. Was ist das denn sonst? Habe ich hier meine Heizung angemacht, mich ins Bett gelegt und spiele gerade das neue Spiel Hogwarts Legacy weiter, womit ich immer noch sehr zufrieden bin. Und an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, uns abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Bin gerade ein bisschen durcheinander. Sorry.